Eine Teenagerin wird 2012 am U-Bahnhof Schönleinstraße von einer U-Bahn überrollt und stirbt. Seither quält die Mutter die Frage, warum? Wurde sie gemobbt? War sie an dem Abend verabredet? Handelt es sich hierbei um ein Verbrechen oder doch nur einen Unfall? Die Mutter möchte deshalb in das Facebook-Konto ihrer Tochter schauen. Doch die Internetplattform verweigert ihr den Zugriff. Deshalb entscheidet heute das Berliner Kammergericht. Meine Frage an euch: Sollten Facebook-Konten übertragbar sein, vererbbar? Schreibt es in die Kommentarspalte.